Willkommen in Form mit dem Trackstore Lero Color 2, hier mittlerweile mit einem kapazitiven Display 7 Zoll, 800x480 Pixel Auflösung und natürlich wie immer vielen Anschlüssen und ein UVP von 89,99. Wir sehen, ich habe hier schon mein Google Nexus Tablet hingestellt, denn 7 Zoll und doppelter Preis, aber dafür ist das Display auch viel schöner bei dem natürlich Google Gerät. Aber wie gesagt, das ist der doppelte Preis und wir haben hier bei dem Lero 2 immer noch keinen App Store mit dabei, sondern auch weiterhin nur den diesen separaten Store von, ich weiß gar nicht, wie die Firma mehr heißt, aber auf jeden Fall, ihr könnt keine Google Play Store Applikationen hier ausführen und es wird jetzt etwas schwer hier das Ganze mit einer Hand zu filmen, aber ihr könnt sehen, wir haben hier auf jeden Fall das App Center, wie schon erwähnt, hier mit integriert und ansonsten natürlich haben wir eine Frontkamera mit dabei, hier, die ich jetzt mal anmache und dann könnt ihr erkennen, die ist eigentlich von der Qualität her gar nicht so schlecht und auch wunderbar schnell. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, schauen wir uns jetzt mal hier die Rückseite an, denn da ist keine Kamera vorhanden. Und ihr könnt erkennen, da sind jetzt meine Fingerabdrücke ein bisschen drauf, beziehungsweise da haben wir den Lautsprecher gleich noch hier unten mit dabei. Und wir haben noch viele Anschlüsse, zum Beispiel hier Kopfhöreranschluss, Micro-USB zum Aufladen, beziehungsweise gar nicht zum Aufladen, zum Daten übertragen wahrscheinlich, beziehungsweise doch, das Gerät lädt auch auf, also braucht nicht den separaten Stromanschluss noch benutzen. Dann haben wir natürlich den An- und Ausschalter und ja, das war es eigentlich sogar, bis auf Micro-SD-Kartenleser, den man natürlich auch nicht vergessen darf, denn das ist natürlich beim Google-Gerät nicht dabei. Und ansonsten, wir haben 4 GB internen Speicher und die Kamera, die ihr hier sehen könnt, die hat eigentlich 0,3 Megapixel. Und ja, ich sehe gerade auch, dass ich aus dem Menü hier wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommen können werde, beziehungsweise doch, ich muss nur dazu... Genau, hier die Home-Taste wieder finden und ansonsten kennt ihr das Gerät, beziehungsweise kennt ihr Android-Tablets, das ist nichts Besonderes, ich kann jetzt in den Browser kurz reingehen, hier gibt es gerade eine mobile Chipseite, ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach TechFocus.d aufrufen, ihr merkt, es ist ein bisschen langsam, deswegen ist jetzt zum Beispiel das O auch ausgeblieben, aber ansonsten wahrscheinlich ein ganz akzeptables Gerät. Gigahertz-Zahlen werden jetzt zwar nicht genannt, aber der Lero Color 2 kostet dafür, wie schon gesagt, nur 100 bzw. nur 89,99 in der UVP. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Boris Gahr und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.